So, Leute, da sind wir bei einem etwas anderen Video. Ihr seht schon, das ist ein Karton. Der ist gar nicht mal so klein, wie ich am Anfang gedacht habe. Und es geht um Folgendes. Und zwar hat der gute Redrum ein Video gemacht, wo er haufenweise Zeug in eine Box geschmissen hat. Dabei hat er den guten MTG mit Patrick erwähnt, der das gegenüber mir und ein paar anderen Kollegen von uns erwähnt hat. Und dann dachten wir uns, geil, das machen wir auch. Und zwar geht es Folgendes. Wir haben eine Box mit 40 x 45 x 18 cm. Und da klatschen wir einfach mal alles rein, was wir so rumliegen haben, an, naja, investierbarem Stuff, sage ich mal. Oder Stuff, was ich in meinem Fall ein bisschen rumliegen habe. Da habe jetzt ein bisschen drauf geachtet, nicht unbedingt die Sachen reinzuschmeißen, die die anderen auch schon drin haben. Es lässt sich nicht vermeiden, weil ein paar Sachen halt eine sichere Bank sind. Wobei das bei Investment, bei Karten so ein Ding ist. Egal. Aber ja, ihr kennt mich. Mein Name ist MTG Blackset. Aber ich habe nicht nur Magic-Zeug, was ich in diese Kiste packen werde. MTG mit Patrick hat, glaube ich, auch noch Pokémon, Flesh and Blood, ich glaube sogar Yu-Gi-Oh! Reingetan. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und der gute Melnybone MTG hat sein Video auch schon hochgeladen. Er hat auch einiges da rein versenkt. Bin mir aber gerade nicht mehr ganz sicher, ob da auch Yu-Gi-Oh! Und Flesh and Blood drin war. Ich glaube ja. Auf jeden Fall einiges, was da rein versenkt wurde. Und ich weiß noch von ein paar anderen YouTube-Kollegen von uns, die das auch vorhaben. Dementsprechend, ja, ist das eine ganz coole Aktion, eine relativ große Aktion. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Mal gucken, was da alles reinpasst und mal schauen, wie viel wir value-mäßig am Ende haben. Es geht darum, dass wir den ganzen Karton innerhalb von einem Jahr wieder auspacken. Also in einem Jahr auspacken. Von Release-Date des Videos. Und das Video sollte halt up-to-date sein, logischerweise. Und ja, dann halt mal schauen, wer prozentual den meisten Gewinn gemacht hat. Mal gucken. Da bin ich mal gespannt. Ein Jahr lang unter meinem Bett liegend. Ja, was haben wir denn ein Jahr unter meinem Bett liegend? Die Sachen, wo ich halt weiß, beziehungsweise davon ausgehe, dass es eine sichere Bank sind halt Time Spiral Remastered. Davon packe ich hier auf jeden Fall mal ein bisschen was rein. Auf jeden Fall mal zwei Booster und natürlich Mystery Booster. Leider die Second Wave Print Wave Retailer Version. Ich hätte die gerne die First Print Wave. Die erkennt ihr hier an den Ecken. Die ist dann schwarz. Oder natürlich die Convention Edition, aber die kann man ja nicht mehr bezahlen. Davon packen wir auch drei Stück rein. Hier kommen die anderen. Ich probiere das jetzt mal ein bisschen rum, wie ich das mache, damit ich da am meisten reinpacke. Genau, hier ist das dritte davon. Da oben drauf packe ich mal noch ein Jumpstart Display. Oder packe ich es daneben? Ich packe es daneben. Weil Jumpstart, da kommt jetzt noch eine Reprint-Wave. Die schon mal hier runter. Aber ja, ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass Jumpstart teuer wird. Und mal gucken, wie groß die Reprint-Wave oder die Second-Wave wirklich ist. Gehen wir davon aus, dass die nicht so groß ist, wie die Leute gerne hätten. Dann ein Double Masters. Einfach weil es das beste Double Masters, das beste Double Masters, war das einzige Double Masters. Das beste Masters-Produkt meiner Meinung nach war. Abgesehen vom Modern Horizon, am Modern Horizon 1 hier reinzutun, wäre einfach Cheat. Dann haben wir ein Zendikar Rising Set Booster Display. Geht hierbei ganz viel darum, dass es das allererste Mal war, dass Set Booster released wurden. Und deswegen glaube ich, dass da einiges an Wert geht. Weil das erste Mal wird immer teuer. Und dann noch ein Commander Legends Booster, Draft Booster. So. Das sind alle Displays, die ich da mit reintun möchte. Jetzt kommen wir zu den ein bisschen was anderem Stuff. Ich habe noch ein paar Commander-Decks von der Commander 21-Serie, also von der Ikoria. Und gerade das hier, glaube ich, wird ziemlich teuer, weil da auch der Gratis-Spell drin ist. Genauso wie das hier. Da ist die Box schon ein bisschen angehauen, aber was soll's. Das sind die beiden Commander-Decks, die ich dafür ausgesucht habe, in diese Box zu kommen. Dann habe ich wieder weiter Commander Collection Green. Ich denke tatsächlich, wenn sie die neue rausbringen, wird die schlechter sein als die hier und alle Leute werden Hidi kaufen. Deswegen glaube ich, dass die da nochmal teurer wird. Und, weil es das letzte war, auch wenn es aktuell noch ziemlich wenig Value hat, Spellbook Chandra. Ich glaube tatsächlich, dass dadurch, dass die Chandra da drin ist und auch andere Sachen, dass das teuer werden kann. Ich probiere es einfach mal. Mal reintun, was geht. Genau dieselbe Argumentationsweise habe ich hier mit Arcan Tempo und einem Challenger-Deck, was ich da reintun werde. Einfach mal zu gucken, wie die Challenger-Decks sich tun. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich noch rumliegen habe. Alle anderen habe ich für den Channel schon aufgemacht, die ich rumliegen hatte. Ich wusste ja nicht, dass sowas hier auf mich zukommt. Dementsprechend ein Challenger-Deck, um zu gucken, wie die Challenger-Decks sich machen.
weil die sind super underappreciated. Und ich glaube tatsächlich, dass sie sehr viel cooler sind und sehr viel mehr Aufmerksamkeit und Value verdient haben. So, und dann kommen wir zu etwas, einem kleinen leidigen Thema. Ihr wisst ja, ich hasse Secret Layers. Ich habe aber noch ein paar rumliegen. Wir haben Party Hard, Shred Harder. Wir haben Zeb McKinnon, die Artist-Serie. Das sind so die aus der neueren Generation. Dann haben wir eine mittlere Generation mit Happy Jagel Day. Oh, das passt aber nur gerade so. Man muss das hier vielleicht hier hinlegen. Gucken, dass das noch zugeht. Und mein Nemesis, Talia, Beyond the Hell Vault. Das Ding habe ich auch gemacht. Das Ding war super curled und ich bin seitdem super geschädigt von Secret Layers. Aber ich habe noch ein zweites hier rumliegen, das ich mich nie getraut habe aufzumachen. Und das tue ich ja auch mal hier rein. Einfach nur, um zu gucken, ob es teuer wird, wie teuer es wird und so weiter und so fort. Ich muss mal gucken, dass ich das hier vielleicht irgendwie noch anders umgebaut kriege. Ja, das sieht auf jeden Fall besser aus. Ich habe jetzt hier oben noch ein bisschen Platz und kann hier gleich noch was anderes hinlegen. Denn, ihr kennt mich, Sealed Products sind nicht so meins. Ich bin lieber mit Einzelkarten unterwegs. Und ich schwöre auf die Reserved List. Und weil ich auf die Reserved List schwöre, werde ich einige Reserved List Karten hier mit reinpacken. In diese Vault. Einmal ein Feldergriff. Eine Selenia. Ein Oath of Ghouls. Ein Recurring Nightmare. Lotus Veil. Ein Friedensstifterin. Eine Friedensstifterin. Entschuldigung. Demut. Ein Khan der Silbergolem und ein Fork. Aus Revised müsste der sein, wenn mich nicht alles täuscht. Das sind die Reserved-Discards, die ich noch mit diesem Umschlag da noch mit reinlegen werde. Und ich habe ja gesagt, ich lege da ja nicht nur Magic rein. Ich lege meinen Bisaflor damit rein. Ich spiele es eh nicht. Aktuell mit meinem Deck ist nicht First Edition. Aber ich muss ja angeben können, dass ich hier noch was anderes außer Magic reingetan habe. Und mit der gleichen Argumentation schmeiße ich auch noch eine Yu-Gi-Oh! Karte damit rein. Und zwar einen Jinzo First Edition aus Pharaoh's Servant müsste der sein. Also Originaledition. Schmeiß ich auch mit rein. Yu-Gi-Oh! Karten. Weiß ich nicht, wie die im Preis sich tun. Ja, das ist meine Kiste. Die mache ich jetzt gleich zu und schreibe das Datum drauf. Und dann öffnen wir die in einem Jahr wieder. Schaut bei den Kollegen vorbei. Unten in der Beschreibung sind weitere Links zu den anderen Videos. Ich finde das sehr spannend. Und ich freue mich da tatsächlich, so ein bisschen so eine Zeitkapsel zu bauen und mal zu gucken, was so in einem Jahr daraus geworden ist. Bin gespannt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt darauf. Ja, das war ein sehr kurzes Video. Es ist ja auch ein Mittwoch. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.